Psych. 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 Media Tale Games. Oha. Warning! Psych is a psychological horror thriller that makes use of mental illness, especially PTSD, post-traumatic stress disorder. Oha. We would like to point out that we take mental illness very seriously and that this game dramatizes the issue. We respect illnesses of all kind and no one wish to portray them in a false light. Gut. Strong image. Oh nein, Jumpscare triggers. Ich bin immer mal Jumpscare. Ich hasse Jumpscares. Okay, ich verstehe. Das Geräusch ist sehr schön. Ich flüchte mich in dieses kleine Geräusch. Ah. Early Access. Psych is our first big title. So we thank you for being part of it. With Psych. Ich sage immer Psych, ich weiß nicht, wegen Psychologie wahrscheinlich. We want to tell an innovative, immersive and scary story. We have consciously decided to publish in Early Access. Okay. Das heißt, wenn ich gerade gelesen habe, wenn ich gerade richtig gelesen habe, wird gerade noch am nächsten Chapter gearbeitet. Wir haben also noch nicht alle Kapitel hier in Psych. So, adjust the brightness slider. Ich glaube, das ist okay. Pü. Da ist Pü. So, warte. Sieht jetzt schon schön aus. Ein liebenswertes Harry Potter-Wäldchen. Wo wir alle natürlich, frohlocken wollen. Lust wandeln. So, Bonus gibt's auch noch später. Ich weiß nicht, ob da was drin ist, aber ich mache erstmal ein New Game. Hab's noch nie gespielt. Hab's gerade erst installiert. Neues Spiel. Loa Ding. Oh. That's okay. It's now been a whole year since I've seen my family. After the accident, I was in hospital for a very long time. However, there was none nearby, so I had to be placed in one in the next town. Unfortunately, I can't remember the accident either, and I only know that I drove off the road in a car. And because of this accident, I developed a behavioural disorder. More precisely, a post-traumatic stress disorder, which made me imagine things and caused me to behave uncontrollably. So I was transferred from the hospital directly to the nearest clinic for mentally disturbed people. No visitors were allowed there. Not even my own family. Oh, good. It took me almost the whole year to deal with the behavioural disorder, and even now, it isn't normal. So I'll probably have to live with it until further notice. They didn't want to talk to me about the exact causes and said that such disorders can often occur in such accidents. Anyway, the day after tomorrow is my little sister Sam's birthday. She'll be 16. So, I thought that on the day of my release, I would meet Sam directly and we would go to our parents' house to celebrate her birthday. She called me right after my release and said that she'd found a park nearby where we can meet. It's already quite late, so I have to hurry. Oh, a new message. From Sam, perhaps? Ah, okay, ich habe eine Frage. Der wurde heute ist sein Entlassungstag. Um wie viel Uhr wurde der denn entlassen? Um 23 Uhr? Oder um 2 Uhr morgens? Mitten in der Nacht? So, oh, das ist aber cool. Gotta be there soon. Great, can't wait, Alex. Where are you? Sam, ich komme. Samantha, mit dem Furby als Symbol. Cool. Ich komme gleich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss, weil ich bin neu hier in der Stadt. Ich habe die ganze Zeit in der Klinik gewohnt, da hinten, am Ende der Straße. Und offenbar gibt es hier nur die kleine Straße und die mündet in einen Park. Das ist sehr schön. Das sind die wichtigsten Sachen hier in der Stadt. So, eine Krähe. Sam? That's not Sam. Oh, warte mal, wir zwinkern ja. Oh, das ist aber nicht gut. Ganz kurze Anmerkung. Warum muss ich jetzt rennen? Jetzt schon? Ganz kurze Anmerkung. Richtige Arschkarte, wenn du hier geparkt hast. Der kommt hier halt nicht mehr raus, ne? Ist vorbei. Wollte ich nur mal kurz. Okay, ja gut, ich, weniger Sprüche, mehr Rehen. Mehr Lauf. Was ist das für eine Parkkarte?
Okay, welcome to Wine Whale Park. 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay, cool. Cool. Und wir sind hier und wir müssen wahrscheinlich... Und Sam wartet wahrscheinlich da oben. Und irgendjemand aus dieser Stadt hat den Park, die Parkkarte einmal zerrissen. Okay, ich sprinte mal und wahrscheinlich werden wir nicht alleine sein im Park, ne? Ich muss gerade so an Slenderman denken. Ja, was ist denn los? Was denn? Can't wait. Where are you? Okay, Message. Bin aber beim falschen Anbieter. Ich gehe durch den Wald. Mir ist gar nicht so kalt. Ah, hatte ich schon mal irgendwann. Was für ein schöner Spielplatz. Oh, die Kinder. Oh, all die Farben. Richtig bunt und fröhlich. Das... Ah. Map Piece. Chess Piece. Oh, da fehlt aber eine Figur. Da geht's zum Teich und da geht's zum Entrance South. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter in den tiefen, dunklen Park hinein, denn das ist eine sehr gute Idee. Ich finde es auch gut, dass unsere 16-jährige Schwester sich mit uns im schwarzen, dunklen Park treffen will, nachts. Das ist eine sehr gute Idee. Es ist wieder passiert. Ich glaube, es liegt aktuell am Rechner. Ich muss das mal dringend überprüfen lassen. Was war da gerade? Warte, wenn ich zurückgehe, war da nichts. Habe ich gerade. Ich habe was gesehen. Okay. Das ist der Spielplatz, der dort aufleuchtet. Hier ist aber kein Stück Karte. Ja, okay, ist ein schöner Spielplatz. So, okay. Ah, naja. Zum Glück sind die Lampen überall an, da sieht man genug. Was war das gerade? Hat jemand mit einem Barcode-Scanner da gerade? Memorial of Jason? This looks like my old diary. Wait. That is my old diary. What's it doing here? Okay, kann ich das aufmachen? Nein, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Mit E drehen kann ich es auch nicht. Okay. Wir haben eine Erinnerung gefunden im Park, warum auch immer unser Tagebuch hier liegt. So, wer? Jasmin Singer. In honor of Wine Whale Clinic. Wir kennen die aber nicht, ne? Die hat hier einfach eine Statue und der Park gehört zur Klinik, glaube ich. Klang, als hätte jemand ein Foto von dir gemacht. Oh, das kann sein. Das kann halt wirklich sein. Wow, schön hier in der Klinik. Construction Site. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Gut, dass das hier ausgeschildert ist. Die Baustelle gibt es ja schon so lange, dass sie ein eigenes Wegschild hat. Diese Baustelle hat Tradition hier einfach. Die gehört einfach zur Stadt, wie auch wir alle. Ist das eine gute Idee, hier reinzugehen? Naja, vielleicht schon. Der BER. So, was haben wir hier noch Schönes? Eine Zeitung. Double Car Accident on a Country Road. Und die Zeitschrift liegt hier einfach so zufällig. Das ist wahrscheinlich unser Unfall, ne? Terrible things happened today. At around 3 p.m. in the afternoon, the fire brigade was well at the hospital, were notified by passers-by. Next to him was his mother, who could not stop sobbing. Holding his head, when the paramedic knelt now to the boy lying on the ground, he immediately noticed that the boy no longer had a heartbeat. Later, it turned out that the person who caused the accident was using a phone at the wheel. Und das sind wahrscheinlich wir. Und wir haben einen kleinen Jungen umgebracht. Oder sind wir der kleine Junge, der tot ist? Ich bin unsicher. Einer von beiden werden wir sein, aber so oft wir das Handy checken, sind wir wahrscheinlich der Typ mit dem Handy. So.
Das ist eine sehr steile Treppe. Da wollen wir natürlich mal... Geht es? Es geht nicht. Die ist mir auch zu steil, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich die angucke, will ich auch gar nicht hoch. So, warte. Where are you? Ja, Leiter hoch. Da leuchtet manchmal was. Leiter hoch geht auch nicht, ne? Nee. Hallo? Wie komme ich aus dem Park? Wieso holt ihr die Schwester nicht bei der Klinik ab? Was ist das denn für eine komische Family? Es hat wirklich was, Slend... Hör auf zu blinzeln! Es hat wirklich was Slendriges, ne? Oh, sag mal, mit dem Blinzeln, kann es sein, dass es was Slendriges ist, eventuell? Weil, wenn wir nicht gucken, dann kommt er ja näher. So ein bisschen wie die Weeping Angels, ne? Also könnte es sein, dass wir deswegen blinzeln? Oh! Da war gerade jemand. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber da ging gerade so ein Schatten lang. Jetzt habe ich Gänsehaut. Ach, kann nicht sein, habe ich mir eingebildet. Nicht vergessen, wir haben PTSD. Also war da bestimmt niemand und wir haben uns das nur eingebildet. So wie das Gesicht hier, habe ich mir auch nur eingebildet. In Wahrheit ist da keins. Was auch cool wäre, wenn du irgendwas siehst aus dem Augenwinkel, gibt es bei einigen Spielen schon. Du siehst irgendwas, ne, im Vorbeigucken, wenn du gerade vorbeiguckst und wenn du wieder zurückguckst, ist das einfach gar nicht mehr da. Sowas finde ich halt auch mal super nice. Da ist ein Telefon, da gehe ich mal nicht hin. Entrance North, da müssen wir eigentlich hin, glaube ich, ne? Aber ja, gut, ich gehe da mal weiter. Wir haben das Stück Karte. Safety Course. Oh. Steam Up Download abgeschlossen. 80s Party Night. Cool. Im Sek Club. Auch in Winnie Vale. Okay. Und hier Safety Course Self Defense. Wine Vale Police. Wine, nicht Winnie Vale. Und hier. Ach, so ein Zufall. Hast du vielleicht auch Post Traumatic Stress Disorder? Ja, klar. Memories in the form of flashbacks or trauma, occasional nightmares, emotional dullness, indifference, apathy around other. We'd like to see you in our practice. It is best to come directly without an appointment for an initial discussion. Ohne Termin, einfach hingehen. Okay. Call me. Me. Ich hab kein Emergency. Ich mach mal hier Emergency Call. Emergency Call. Samantha's Number? Da steht Samantha's Number. Hello? I'm looking for my sister Sam in the Winevale Park, but I can't find her. If you cannot speak, please give us a sign so that we can take action. Your location is being tracked. Please stay safe. Can you hear me? My name is Alexander Green, and I'm calling because of my sister. I'm deeply sorry. Unfortunately, your location cannot be determined. We wish you the best and take good care of yourself. Is the phone broken? Wie kann ich ihn auflegen? Wie kann ich ihn auflegen? Hilfe? Wie lege ich denn... Ah, so. Den Abstinenzclub. Okay, Elisha works for God. Was? Elisha works for God? Was? Da steht noch was mit XOXO, The Highways. Hier ist noch ein Zettel. Und hier steht aber Samantha's Number. Warum steht das da? Und noch mehr Schach. Cool. Chessclub.wv. Meine Frage bleibt, sind wir vielleicht gar nicht, sind wir vielleicht tot? Deswegen kann die uns gar nicht hören. Ist das möglich, dass wir bei dem Autounfall, vielleicht waren wir der kleine Bub, der gestorben ist. Aber wir sind doch ziemlich erwachsen. Also wir hören uns so an. Hm. Ja,
Da geht's noch lang, okay. Ich gehe erstmal zur Sicherheit des Hauses. Okay, ja, warte hin. Where are you? Da passiert nichts mehr. Phone booth construction site. Ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe ein bisschen Bammel, wenn wir zum Fluss gehen. Weil wir gerade das andere Game gespielt haben, dass unsere Schwester eventuell... Da ist ein Hund. So, du sollst Ausschau halten nach einem Haar in den Bäumen. Was ist denn jetzt schon wieder? Mann, jetzt sag doch mal. Ich brauchte... This looks just like Sam's school bag when we... took a spin in my new Mustang. I remember. Oder war Sam vielleicht... Ich meine, ich weiß nicht, ich kann natürlich sein, dass Sam eventuell... Und da ist noch ein Autoreifen. Ganz conveniently. Der ist doch bestimmt vom Unfall. Was ist denn? A tire. This looks like the tire of my must... Ah. Oh, my head. I remember taking Sam for a spin in my Mustang. Oh, ja, ja, was denn? Ich war gerade. Wie kann ich hier rangehen? Wie kann ich denn... Mit R kann ich die... Ich weiß nicht, wie ich rangehe. Oh, ganz kurz. Ich guck mal kurz in die Controls hier. Ach, Phone Background kann ich auch einstellen. Cool. Hä, das ist aber nice. Hä? Super nice. Controls, WASD. Wie gehe ich denn ans Handy ran? Phone. Take Phone. F. Lock Phone G. Mit Messenger. Und Light Intensity kann ich auch anmachen. Okay, cool. Aber ich kann... Leute, eine Telefonzelle klingelt doch nicht so. Eine Telefonzelle, ein ganz normales... Hier ruft... Stimmt, hier ruft aber auch niemand an. Aber... Hier gehe ich von weg. Oh! Isn't that Sam's smartphone? Unknown? Well, well. If it isn't little Alex. Who is this? Where is Sam? Don't worry. Sam is with me. Sam? Who the hell are you and where have you taken her? I won't tell you until you do something for me. At the entrance of the park, there is a power box that you must manipulate for me. You must not run nor hang up. You have exactly... Starting now. A power box at the entrance. Okay. Okay. I'll hurry up. Owen, by the way, if you can't make it in that time, then neither will your sister. Wait, you mustn't hurt her. I'll find that damn power box. Okay, aber an welchem Ende des... An welchem Ende des Parks? Ein Park hat auch mehrere Entrances. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Erstmal 3 Minuten warten. Erstmal Handy wegschmeißen, mir egal. Street Workout, Pond, Memorial. Okay, Sprinten nicht vergessen. Ich darf nicht rennen. Er hat gesagt, ich darf nicht rennen. So, have you done it yet? Hier ist noch. I'm almost there. Hold on. Ich weiß, wo wir sind. Warte mal. So, I'm almost there. Weiß natürlich nicht. So. Einfach trotzdem rennen. YOLO. Da ist eine Abkürzung. Where is that damn power box? Sorry. I wasn't listening just now. I had to sharpen my knife. You bastard. What did you say? I'm warning you. If you hurt Sam, I'll kill you. Maybe I should just start cutting off a little bit of her radium. What do you say? An eye, maybe? No, wait. I'm almost there. I'm almost there. Leave her alone, you fucking psychopath.
lag was auf dem Boden. Ja, ich habe gerade wenig Zeit. Wieso darf ich eigentlich nicht rennen? Das ist so unlogisch. Wenn ich mich doch beeilen soll. Ich habe nur 3 Minuten und darf nicht rennen. Das ist aber komisch. Tick tock, tick tock. I'm getting impatient, Mr. Green. So, wir sind jetzt Entrance South, ne? Well, your time is up. Ah. Say goodbye to you. Das waren keine 3 Minuten. Wait. Give me a little more time. Sam. Sam. I have to find Sam. Das waren noch keine 3 Minuten und hier ist doch keine Powerbox. Da ist eine Powerbox. New Quest, Sam. Ich glaube, das muss so. Ich glaube, das soll so. Was ist denn jetzt schon wieder? Sam? Wait. But how can that be? Sam, where are you? Are you okay? Wow, wait. I know we haven't seen each other for a long time. But no need to shout like that, Alex. But I was just... Hey, you just got released today. Please don't overexert yourself. Where are you anyway? I'm kind of lost in this park. I'm near the south entrance. Oh, I was just there too. You just have to... Sam! Sam! Fucking hell. Interessant, wo komme ich denn hier hin? Ich höre manchmal Schritte. Investigate the streetlight. Life in the streets is a misery. Welches Streetlight denn? Guck mal, hier geht ein kleiner Weg entlang. Ich höre leise Schritte im Hintergrund. Komm aber nicht näher. Ich glaube, die kommen nicht näher. Okay, der Weg führt zur Baustelle. Investigate the Streetlight. Aber welches Streetlight denn? What the? Ja, das ist normal. Ach, das Streetlight. Alles klar, da kommt's natürlich mal. Ja, Streetlight. Live in the street, enemy. Was ist denn hier los? Oh, das ist das Geräusch. Das sind keine Schritte, das ist Flackern. Okay. Okay. What's happening? Are you looking for me, Alex? Sam? I'm here, Alex. Ich hab Gänsehaut. Alex. Ja, wo denn? Turn around, Alex. What was that? Was war das denn? Ich habe mir die Schwester irgendwie anders vorgestellt. Sympathischer, ich weiß nicht. Aber wieso fallen wir denn jetzt um? I remember, for years, I was trampled on. I was bullied, beaten, kicked, laughed at, and excluded from everything. All my life, I was an outsider. But my family, especially Sam, were the only ones who believed in me. Naja. I was so, so sick of being put down by everyone that I decided to change my image. It's funny how someone like me always had a dream of owning a Mustang. A car that screams self-confidence. But when I turned 25, that dream came true. And I was so desperate to prove to Sam that she had a cool brother that she could be proud of. I was absolutely sure I could do it. Deswegen fahren Leute Mustang. But then... My head. Where am I? Oh,
Warte, erstmal kurz gucken. Warte, bevor ich mit Menschen interagiere, muss ich erstmal auf mein Handy gucken. Where are you? Alex, are you right? Where are you? Wir haben die immer noch nicht gefunden. Und er schreibt auch nicht zurück? Wieso antwortet er ihr denn nicht? Was ist denn mit dem?